Weil ich ihn schon länger nicht mehr gespielt habe, spielen wir heute mal Grover. Ich habe ihn extrem lange eigentlich nicht mehr gespielt. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr dran gedacht habt, einzuschalten hier auf eurem Kanal für High-Quality-Gameplay. So, wir müssen jetzt mal hier gucken. Genau, das ist das Ding. Ich habe leider kein Deck. Aber dieses wunderschöne Talent hält ja die Gegner irgendwie fest oder so mit einem Rechtsklick. Oder das springt dann so hin und her. Irgendwas war da. Wir haben leider einfach mal kein Tank. Ist nicht so geil. Aber wir holen uns auf jeden Fall mal. Alter, die haben halt einen Khan, einen Dredge, so ein fucking. Wir werden halt so hart nicht auf den Punkt kommen, Leute. Das wird richtig RIP, aber ich spiele einen kleinen Baumi einfach mal heute. Ich mag die Map ja auch echt gar nicht so gerne. Ich laufe mal hier mit dem Koga mit, vielleicht kann ich ihn einen kleinen Kill mal vorbereiten oder so. So, First Blood ist auf jeden Fall. Oh, der hat diese. Ah, der Koga hat eine ganz coole Legendäre. So, da habe ich auch mal geheilt. Kurz mal den Koga, ne? Ist ja interessant, finde ich, immer. So, und dann haben wir hier einen Kill. Oh, ich wollte gerade nachladen, aber das muss man ja gar nicht mit dem Baumi. Baumi ist eigentlich echt cool, wie ich finde. Aber keine Tankstorm. Hallo? Oh, da ist er auch schon wieder weg. Ah ja, ich bin halt leider Grover und nicht. Und nicht irgendwie. Keine Ahnung. Meldamba. Deshalb kann ich gerade die Leute nicht so gut heilen. So, du verpisch dich jetzt mal bitte. Das ist mein Revier. So, erstmal den Koga gekillt. Jetzt machen wir hier das. Heiltotem weg. Der Grog geht auch down. Also funktioniert doch besser, als ich erwartet hätte. Da kommt jetzt irgendein Idiot von der Seite. Weiß auch nicht, was genau der vorhat. Strix heißt der gute, ne, Kollege. Wir machen die tatsächlich relativ gut platt. Weil ich kann halt, ich heile halt die ganze Zeit so, was am Punkt ist. Und dann funktioniert das ganz gut. Muss man sagen. Ah, nicht getroffen, ich Idiot. Ich habe so gutes Aim. So, lolol. Man kann sich nicht hinter die Leute ziehen, weil man dann die Leute trifft. Und das ist Strix und Dredge zusammen. Dredge ist nervig. Habe ich das schon mal erwähnt? Er hat niemanden gekillt mit seiner Ulti. Ey, Dredge-Ultis hitte ich nie. Ich treffe nie die Dredge-Ultis. Ultis und dann gedacht, ne? Das passt nicht zusammen. Aber wir schauen mal, was wir jetzt hier mal tun können. Oh nein, das hat nicht gereicht von der Reichweite her. Egal. Du wirst erstmal gewurzelt. Ich bin ein Baum. Lalala. I'm sorry. 50 Cent. Ich wollte schon wieder nachladen, aber es geht ja gar nicht. Lol. Alter, ich bin einfach so gut im Kommentieren, Mann. Ich bin einfach grandios. Ey, wo hab ich denn. Kann mir kurz einer von euch erklären, wo hab ich dieses F hingeschossen, ja? Was hab ich damit vorgehabt? Ich weiß es leider selber nicht und deshalb wisst ihr es wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß nur, dass wir weiter pushen müssen und nur noch 60 Sekunden Zeit haben. Und dass ich gerade so das Commentary meines Lebens raushau. Kappa. Kappa Klaus, Nikolaus. Ich komme nicht hoch. Oh, kommst du zurück? Jawoll. Warum ultet ein Khan denn auch bitte ein, eine Eevee, die noch Cooldown, also die noch ihre Fähigkeiten hat? Ach, das ist der Strix, der mich absnipt. I want to have a Q. I want to. Da ist der Q. That Q. Keine Ahnung. Wo ist denn der? Ah, da. So, nice. Jetzt können wir hier eigentlich mal ganz gut losziehen, würde ich sagen. Ich beschäftige mal den da hinten. Ah, die haben das schon erledigt. So, hier wieder heilen. Und jetzt. So, das counter ich einfach mal ganz gediegen. So, du wirst festgehalten. So, das machst du nicht nochmal hier mit mir. Der Ult machen oder so. Das ist keine gute Idee. Lieber am Wagen bleiben, sollte ich mal. So, und dann pushen wir das hier hoffentlich durch. Ach nein, jetzt kommen sie an. Hilfe.
Warte mal, wie bin ich gestorben? Vom Dredgewood? Nee. Aber wir haben auf jeden Fall den Punkt geholt. 2-0 steht's für uns. Was tun wir uns denn jetzt hier? Wer nervt mich am meisten? Nervt mich am meisten der Dredge oder der Strix oder der... Na, ich glaube, dass der Dredge-Würst nervt mich gar nicht so krass. Hoffentlich werde ich das nicht bereuen, dass ich jetzt Heaven gekauft habe. Also den Schutz gegen den direkten Schaden und nicht den gegen den Flächenschaden. Weil, keine Ahnung, der Strix und der Koga, die haben mich einfach ein bisschen mehr genervt als der Dredge bis jetzt. Ja, der Dredge hat nicht so die krasseste Performance gezeigt, muss ich sagen. Ich zeige auch nicht die krasseste Performance als Baum, aber ich meine, wir haben auch kein richtiges Team. Also da kann der Baum auch nicht ganz so viel machen, muss man einfach mal sagen. Und dafür funktioniert es ja echt gut hier, dass ich hier als Baum ohne Deck hier, ne, zocke. Und das, ja, funktioniert gar nicht so schlecht, muss man sagen. So, dich heile ich kurz. Ah, hier muss ich mal das Totem wegmachen. Hau ich kurz ab und sterb trotzdem. So muss das natürlich... Das kennt man ja. Koga. Koga war's. Er ist der Schuldige. Beschwert euch bei Koga, dass das Gameplay scheiße ist, ja? Nicht bei mir. Ich kann nichts dafür. Alter. Ich bleibe einfach mal auf dem Punkt stehen. Es ist doch auch langweilig, wenn man keinen Tank hat, Mann. Ist doch doof. Ist doch öde. Was habt ihr gepickt, ihr Idioten? Naja. Besser Heiler haben als als Tank, aber kein Heiler. Wisst ihr, wie ich meine? So, muss ich dich gleich heilen. Oh nein. Oh Mensch. Der Idiot hat mich geultet. So ein Blöder. Ist natürlich sehr schlau für die, weil jetzt können die den Punkt hier einnehmen, weil ich war ja die einzige Skillquelle dieses Teams. Kappa. Aber ich war eben der Healer und Healer sollte man immer umbringen. Bitte one-hitte mich nicht. Dredge. Das wäre sehr cool. Wir killen einfach jetzt mal kurz die Kollegen da. Ich treffe ja gar nichts, Alter. Ich hab doch gerade geheilt. Ey, guckt euch Dredge an, ja? Bitte guckt euch diesen Champion an. Bitte guckt euch diesen Champion an. Guckt euch doch den Champion mal an. Der macht ja Spaß, wenn man nicht spielt. Aber auch nur... Beziehungsweise, der ist schon cool, aber der ist halt echt viel... Was? Warum haben die Gegner jetzt den Punkt? Was habt ihr getan, Team? Team, ich bin enttäuscht. Weißt du, ich bezahle euch doch nicht für sowas. Wofür bezahle ich euch? Leute. Jetzt heil den doch nicht. Ich rast aus, ich bin so schlecht, Mann. Es tut mir leid, dass meine Videos so kacke sind in letzter Zeit. Aber ich bin nicht der Kommentarmaster nach dieser Pause irgendwie. Naja, vielleicht gefällt es euch ja trotzdem. Und ihr lasst sogar ein Like da. Würde mich natürlich freuen. Ne? Like geil ist unser Lifestyle. Ja. Wer kennt das noch? Ich weiß es nicht. Ich kenne es noch. Heal. Nice. Geil. Alter, was hatte der vor? Was hatte der vor? Q, E, Auto-Take. So, das war ja eine tolle Liane, oder wie heißt das? Das heißt auch Liane, oder? Da habe ich zu spät geheilt. Oh! Hilfe! Life geil ist unser Lifestyle. Lass mich doch in Ruhe. Leben und... Wie viel Cauterize hat der Kollege? Wie viel Cauterize hat dieser Kollege? Der hat nur ein Cauterize. Warum konnte ich mich so wenig heilen? Das macht doch keinen Sinn. Soll ich mir noch ein Havere holen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hole mir auch mal ein Cauterize, weil die haben... Ja, die haben ja einen Grog. Ey, danke. So. Da hat er einmal das Richtige getan, Herr Koga, und ist verreckt. Genau das, was er auch tun soll. Da habe ich schon wieder nicht gehittet. Jetzt macht das Grog-Teil weg. Da ist er down. So, noch 25 Sekunden. Das ist eine Viertelminute. Mathe ist meine Stärke, ja. Ich war schon immer ein Freund der Mathematik. So, und deshalb habe ich hier auch ganz krass calculated, dass dieser Koga jetzt von hinten kommen muss.
Oh, Dredge, was hast du für einen Skin da? So, den habe ich. Warte mal, wer hat hier gerade geultet? Hat doch gar niemand geultet. Was ist das für ein Dredge-Skin? Der sieht cool aus. Und es steht 3-1, Leute. Ich habe eine 5er Streak und wir haben die Ulti. Damit sollten wir gleich unseren Punkt für uns gewinnen können. Aber der Khan sollte auch seine Ulti haben, oder? Khan, hast du deine Ulti? Kannst du mal kurz... 200 Ping, Koga. Bei welchem Internetanbieter bist du? Ich wette, es ist Marcel Davis. Jawohl, die sind hier oben. Und jetzt hier schön das Emote machen. Für die Klicks. Waffe zeigen. Was ist das hier? Das ist der Spray, ne? Ja. Das ist... Au. Oh. Ah, Leute. Ich wusste das gar nicht, dass das geht. Servus, Leute. Das war's dann mal wieder. So. Capture l'objet pour gagner. Das heißt auf Deutsch, nehme den Punkt ein, um zu gewinnen. Wusstet ihr das? Ich denke, die meisten von euch... Ach Mann! Die meisten von euch wären hier wahrscheinlich nicht gestorben, weil die nicht so dumm im Weg rumstehen würden wie ich. Wir müssen jetzt diese Scheiße hier einnehmen. Das ist jetzt... Jetzt sieht man halt so... Jetzt haben die Leute gecheckt. Ach, den Punkt müssen wir einnehmen. Haben die Gegner jetzt gerallt. Und jetzt ist es nicht mehr so einfach für uns. Ist ein bisschen blöd. Die Gegner haben irgendwie das Spiel jetzt verstanden. Und ich bin halt immer noch einfach nur Grog. Ich bin ein Baum und das ist einfach ein fucking untoter Pirat. Ich meine, das ist doch auch unfair. Guckt euch das doch an. Was soll ein Baum gegen so jemanden tun? Der spielt diese... Alter, das ist halt so OP, diese Ratte. Und die Gegner haben einfach 99%. Ich finde das nicht gut. Ich rein da. Heilung. Ich hasse euch alle, ihr Blödköpfe. Mann. Es gibt so viele Champions, die ich irgendwie mal wieder spielen will. So Talos, Strix. Aber ich habe halt Grover gepickt, weil... Och Mann, es zieht jetzt die ganze Kacke schon wieder hart in die Länge. Ich habe halt Grover gepickt, weil halt niemand einen Heiler picken wollte. Und dann dachte ich, das war's dann mal wieder für meinen Talos-Pick. Und ja, ne? Dann habe ich halt nicht Talos gepickt, wie ich es eigentlich tun wollte. Beschwert euch bei meinen Teammates, dass es kein Talos-Gameplay gibt. Na gut. Aber ich bin halt schon echt schlecht, muss man... Hilfe. Alter, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Mann, guckt euch das doch mal an. Der drückt doch die ganze Zeit nur Linksklick und E. Und unsere Flanken kriegen es nicht hin, den zu killen. Wir haben 3 Flanken, ja? Das müsste eigentlich reichen gegen einen Dredge. Um schön auf den einzudretschen. Versteht ihr den Witz? Nicht? Okay. So, du bleibst da jetzt auf jeden Fall mal stehen. Jo. Ne? Aim ist auf jeden Fall am Start. Das finde ich auf jeden Fall toll. Alter, war das close. Jungs, Jungs, Jungs. Was war denn das? Heilung. So, herzlichen Glückwunsch für eure Heilung. Freut euch darüber. Ich habe keinen Bock, von dem Strix hier angegriffen zu werden. Ach, was machst du denn jetzt hier? Komm, benutze deinen Schatten. Nice. Da habe ich den Rechtsklick schön gemacht. Und ihn schön direkt nach dem Schatten gestand. Ah, da habe ich meinen Rechtsklick dafür direkt mal wieder verkackt. Ich weiß auch nicht, ob ich so unbedingt das beste Talent mitgenommen habe, aber ich glaube, das ist ganz stark. Ich finde es zumindest momentan ganz stark, so. Also, für diese Runde gerade. Finde ich nicht schlecht. So, schön Sky. Dafür kriegst du einen Orden. Dass du hier mal jemanden gekillt hast. Ah, die wurde danach auch gleich selber gekillt. Ciao. Hey, warum bin ich gerade so festgebackt? Lol. Naja. Alter, ist der Koga low. Hier, du kriegst Heal von mir. So, du gehst nicht hier zum Objektiv. Monsieur? S'il vous plaît? Arrête? Hm? No. Genau. 8er Streak, 8er Streak, 6er Streak, 9er Streak. Funktioniert doch. Jetzt sollten wir mal den Punkt einnehmen.
Easy, schreibt er auch schon im Chat. Easy, boy, easy peasy, tamam, 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 tamam. Alter, wie viele Leute sind gerade noch im Video dabei? Bei so einem super tollen Gameplay. Ich glaube, nicht ganz so viele, aber falls du noch dabei bist, dann freue ich mich auf jeden Fall. Dann bist du ein ganz tapferer Mensch, dass du dir das bis jetzt schon gegeben hast. Das finde ich auf jeden Fall sehr löblich. Und es geht auch schon in die letzte Runde. Das wird jetzt die letzte Runde sein, das sage ich euch. Wir holen jetzt den Punkt. Attack, attack. Ich habe natürlich auch meine Ulti, das darf ich nicht vergessen. Habe ich das jetzt immer vergessen irgendwie. Ich habe meine Ulti und wir holen jetzt den Punkt. Ah ja, genau so war es geplant. Genau so und nicht anders. Der Strix nervt mich sehr hart. Vielleicht brauche ich mal ein Havre. Aber man, meine Teammates, die sind doch auch alle scheiße. Immer sind es die Teammates. Die Teammates sind immer schuld, Leute. Das könnt ihr euch merken. Das ist die goldene Regel für alle Gamer. Ich dachte, der snipe von da vorne und dann ist er einfach da. Und dann springe ich ihm genau in die Fresse. Guck, dann wollte ich jetzt hier so schön ausweichen. Aber er hat einfach von da geschossen. Was haben wir denn für Flankierer? Also jetzt ist halt die Phase des Spiels, wo man dann so plötzlich anfängt, alles auf die... So, eigentlich will ich ja nicht flamen so, aber die sind halt alle echt scheiße so. Das ist jetzt so diese Phase, wo man so anfängt. Ich hab Angst, weil irgendwo wird schon wieder so ein Kackstrix sein. Ey, jetzt hat mein Ding nicht getroffen. Ich drück doch die ganze Zeit Q. Hilfe! Jawohl, wir haben einen gekillt. Oh, ich wurde gerade irgendwie angeflasht. Das hat mich echt geflasht, muss ich sagen. Nice, da haben wir sie. Und der Khan, der chillt da schon wieder rum. Was ist bei los bei dem? Was ist bei dem Khan los? Was ist denn mit Peter los? Jo, das ist er. Kennt jemand von euch das Meme? Ich möchte es nicht weiter ausführen. Weil dann wird vielleicht mein Video gelöscht oder so. Und da ist die Ultimate. Ihr werdet alle geheilt. Freibier für alle. Alter, das ist einfach das Commentary des Jahrtausends. Und damit haben wir mit diesem super tollen Spruch. Das ist der Titel, Leute. Freibier für alle. Ich sag's euch. Hoffentlich vergesse ich nicht, das im Titel zu schreiben. Alter. Es war einfach das beste Video, was YouTube je gesehen hat. Alter, wisst ihr? Und dafür müsst ihr auf jeden Fall ein Like geben, ne? Aber das habt ihr sicher alle schon, oder? Natürlich. Und ihr seid natürlich auch alle schon auf meinem Discord. Alter, was ist das denn für eine geile Legendäre? Alles klar, Leute. Ja, also auf jeden Fall in dem Sinne, ne? Würde ich behaupten, war es das von diesem wunderschönen Video. Gucken wir uns nochmal hier die Stats an. Wie gut ich gewesen bin. Alter, 8,14, Leute. Das ist einfach stark. Das ist einfach stark. Und 28.000 Heilungen. Und dann würde ich sagen, war es dir schon lange gedacht. Toll, das ist eine gute Nacht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann macht's gut, Leute. Genau. Und ciao, ciao. Tschüss.